Servus und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist. Und wir probieren es jetzt weiter. Wir sind auf einer anderen Insel wieder runter und sind wieder hier. Und müssen jetzt mal gucken, was wir hier machen können. Wir hatten jetzt die beiden Seiten hier reingetan. Also ins blaue Buch hatten wir die Seite geschmissen. Und ins rote auch. Du bist zurück. Dann sag das Gleiche. Weiter helfen. Das machen wir, glaube ich, auch. My name is Cyrus. Ach so, er erzählt auch, wer er ist. Hätte ich mal weiter zugehört beim letzten Mal. Okay, er braucht nur die roten Seiten. Gut. Gucken wir, ob wir mehrere finden. Was können wir jetzt hier noch machen? Also wozu sind eigentlich diese Dinger hier gut? Ist ja auch Strom. Guck mal, können wir auch hochgehen. Haben wir ja schon mal gemacht. Und dann können wir das drücken hier. Okay. Okay, aber warte mal, das Strom. Das Strom hier, da ist ja auch nichts. Wir müssen ja irgendwo Strom herbekommen. Hier ist auch noch ein Schalter. Kann man da was passieren? Da, dann wenn ich da was drücke. Passiert auch nichts, okay. Gut. Wir müssen auf jeden Fall den Strom ja irgendwie aktivieren, was natürlich nicht einfach ist. Wenn wir jetzt mal hier mal gucken. Also das führt auf jeden Fall zu dieser Kapsel da hinten, zu dieser Rakete. Und hier geht's rein. Also es geht in diese Hütte rein. Und die Hütte wissen wir schon, aber ich weiß nicht, wie man diesen Strom da aktiviert. Da waren wir schon mal drin. Gehen wir mal runter. Kann man es hören. Ich hätte gedacht, dass man da auf. Können wir hier reingehen? Ah, komm schon. So. Auf 0, die sind alle an. Hier ist ein Zettel. Bringt uns aber gar nichts. Hier ist ein Schalter. Okay. Jetzt kann man hier drücken. Warte, wir haben jetzt das ja ausgemacht. Dann lass uns doch mal. Gehen wir nochmal zu den Stromschaltern. Beim ersten Mal, wo wir das gemacht haben, sind doch beide Dinger hochgegangen. Warum machen die das jetzt nicht mehr? Ich gehe nochmal in dieses Haus, guck nochmal hier rein, was hier drin war. Gar nichts. Ich werde mal probieren, diese Schalter jetzt zu drücken, wenn wir haben. Ich habe das schon mal gedrückt, diese Schalter, als es bei 99 war. Also beziehungsweise haben wir da die Schalter auch gedrückt? Ne, hatten wir nicht, ne? Hatten wir die gedrückt bei 99? Ne, hatten wir nicht. Pass auf, wir stellen unten nochmal auf 99 und drücken dann die Schalter. Aber jetzt drücke ich beide mal, nicht, dass ich jetzt irgendwas verstellt habe hier. Drücken wir mal beide. Ist auch komisch. Also was sind das für merkwürdige Rätsel teilweise, ne? Also es soll ja alles, danke für den Tipp da draußen, jemand hat mir das in den Kommentaren geschrieben, es soll alles sehr, sehr einfach und logisch sein. Also es ist einfach, aber logisch. So richtig logisch habe ich schon ein paar Sachen gefunden. Das stimmt schon, gerade mit dem Kompass in der letzten Folge. Doch sehr logisch. Aber das hier, könnte ich gut noch irgendwie... Hier weiß ich jetzt nicht, was ich da genau drücken soll. Also sind beide auf 0. Jetzt kann man die Dinger ja gleich direkt aufmachen hier, ne? Und hier dieser Zettel, der zeigt mir eigentlich nur an Strom. Aber die beiden Pfeile sind ja richtig aus. Hier sind die ja so halb aus nur, ne? Also wir testen nochmal. Fangen wir oben an. Ah, jetzt gehen auch beide wieder, okay. Wie viel sollen wir denn haben? Das ist die Frage. Den hier? Einen, okay. 13. 21, also... Okay, was ist der hier weiter? 50 haben wir jetzt. Wenn ich jetzt den drücke hier. Ist ja schon wieder Ausgang, der eine. Okay. Müssen wir alle wieder ausmachen.
Wie viel brauchen wir denn da? Also die sollen wahrscheinlich immer gleich bleiben. Ich glaube, man muss die gleichzeitig hochbekommen auf 99 wahrscheinlich. Gut, dann müssen wir die, oder auf 100, dann müssen wir nochmal rausgehen, diese Schalter drücken, damit wir diesen Reset bekommen. Und dann müssen wir die versuchen, beide auf 100 zu bekommen. Okay. Das ist ja blöd. Das kann ja ein bisschen dauern. Ist natürlich die Frage, wie wir das hinbekommen. Warte mal, runtergehen hier. Beide auf 100 zu bekommen. Das heißt, wir müssen uns hinraten. Das war schon ganz gut, was ich gedrückt habe. Aber es ist natürlich wirklich kompliziert auch, ne? Also muss man auch sagen. Wieder runter. Aber sonst weiß ich nämlich nicht, wie man das machen soll. Mein Ernst. Bin ich schon sehr kompliziert. So, vorbeigerannt. Dumm. So, gehen wir nochmal runter. Wo rennt der denn hin? Da unten. So, ab und zu hakt mein Joypad. Ich weiß nicht warum. Naja, ich habe es jetzt mal angeschlossen wieder. Macht vielleicht mehr Sinn. Komm schon. So. Okay, pass auf. Wir machen es nochmal. Wir gehen hier rein. Und dann fangen wir an. Wir fangen ganz... Oh, Mist. Wir rausgegangen. So, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an. Drücken 1, dann sind wir bei 10%. Gut, was kann man denn noch drücken da? Also, den hier dürfen wir nicht drücken, weil dann ging es aus. Hatten wir ja gerade eben gesehen. Gut. So, drücken wir den mal. Dann sind wir bei 18 zusammen. Und hier drüben auch welche drücken. Drücken wir hier nochmal. Und vielleicht den. Das sieht doch schon gut aus. Ist die Frage, welchen man jetzt noch drückt. Den hier vielleicht? Ah, warte, geh doch rein da. Den drücken wir mal drauf, den an. Nein, ich gehe mal wieder raus. Das Problem ist, wenn man auf dem falschen... Man muss mit dem Steuerkreuz steuern und mit dem rechten kann man nicht steuern. Und dann nehmen wir den. Okay, und dann den. Okay, welchen können wir jetzt noch drücken, damit es nicht ausgeht? Den hier oben vielleicht? Okay. Hup, was an. Und dann nehmen wir den. Ah, schon wieder ausgegangen. Alles okay. Gut. Ach, warte mal. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Pass mal auf. Guck mal. Also, der hier gibt uns 10. Der hier gibt 7. Der hier gibt 8. Ich muss ganz kurz mal aufschreiben hier, damit ich es auch genau weiß. Wir brauchen nur kurz einen kleinen Stift. So, wir schauen uns mal hier auf den Zettel. Also, der erste, der gab 10. Das ist ein bisschen blöder gelöst, also ein bisschen blöd, aber ich glaube, anders weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Der zweite Schalter, der gibt 7. Der dritte Schalter gibt 8. 3 gleich 8. Ach Mann, immer sobald ich diesen Dings drücke, hier diesen, nicht der Steuerkreuz, sondern anderen. Der vierte Schalter, der macht daraus 16. Und der fünfte Schalter macht daraus 5. Gut, und die andere Seite? Machen wir auch mal rüber. Ganz oben hin anfangen. Nein, jetzt unten ausmachen. So. Der Schalter hier drüben auf der Seite gibt 1. Der Schalter, der zweite, der gibt 2. Ist auch clever gelöst. Der dritte, der gibt 22. Der fünfte, nee, vierte, Entschuldigung, gibt 19. Und der fünfte gibt 9. So, jetzt müssen wir zusammenrechnen, wenn wir auf 100 kommen wollen. Also 17, 25, das sind dann 41, das sind dann 46, 47, 49, 51, 71, 80, 90. Ich komme nur auf 99 insgesamt. Okay.
Ich kann hier auch nicht hier anklicken oder so, ne? Warte mal, müssen wir mal kurz, wir gehen nochmal raus. Wir müssen ja eh nochmal alles resetten. Das machen wir jetzt nochmal. Verstehe ich gerade nicht. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. So. Also wir gehen hier hoch. Hochgehen. Schalter drücken. Wieder runtergehen. Hm. Also das Spiel voll gut. Es gibt auch mehrere Mistteile, ne? Vielleicht muss ich mal genau angucken. Eigentlich sind die natürlich nicht geremastert. Und ich mag nicht mehr so alte Spiele spielen. Die sind, tun mir doch in den Augen so ein bisschen weh, weil man sich jetzt schon an diese neue Grafik immer gewöhnt hat. Aber mal gucken. Also, auf jeden Fall haut dieser Strom, geht ja zum Raumschiff. Vielleicht sagt uns das Raumschiff hier irgendwas. Kann ich drauf? Okay. Hier ist auch nichts. Okay, aber der Strom geht auf jeden Fall zum Raumschiff, wie wir sehen. Aber mehr sehe ich auch nicht. Okay, aber wir kriegen nur 99 zusammen. Also wir kriegen keine 100% zusammen. Also 100 Energie. Aber wie sollen wir das dann machen, dass das 99 wird, frage ich mich. Beziehungsweise soll es 99 werden? Oder soll es doch was anderes werden? Ist hier auf dem Dach noch irgendwas, wo wir gucken können? Warum kann man aufs Dach gehen, wenn man da nicht gucken kann? Es gibt ja auch keine Hilfen hier. Ist irgendwo mal steht, was man da machen soll. Also. Also, es muss ja dann irgendwie eine Reihenfolge geben, wie wir das beides hier hinbekommen. Dass sie beide gleich bleiben. Also die müssen die gleichzeitig beide auf 99 kommen. Das kann natürlich auch sein. Okay, aber wie sollen wir das machen? Also, vielleicht muss man das immer nach den, vielleicht muss man immer die geraden Zahlen nehmen. Dann wäre das da oder nach Aufstieg des. Das ist verkehrt, warte mal. Lass mal gucken. Also, wir können auf jeden Fall die 1 drücken. Das ist 10. Das ist aber auch blöd. Warte mal, wir können die. Hier ist die 1, die 2. Dann wäre 5 das nächste. Okay. Und dann wäre das 7 wäre das nächsthöchste. Dann würde 9. Nee, 8 kommen, das ist hier. Dann würde 9 kommen. Das wäre hier. Dann müsste 10 die 1 kommen. Dann haben wir das nächste höchste wäre dann. Das nächste höchste wäre dann nach der 10 haben wir noch einen mit. Hier, die 4, das wäre dann 16. Dann wären wir bei 58. Und dann würde. Nach 16 würde 19 kommen. Das wäre der hier. Gibt's auch gar nicht. Das ist doch verrückt. Gibt doch nichts, wenn jemals hier ein Hinweis wäre oder so. Hier steht echt nur drin Strom und da steht Strom zum Schiff. Also das eine ist das normale Strom, das andere ist das Strom zum Schiff. Aber wie kriegen wir das dann beides an? Oder? Blöd. Pass auf, vielleicht können wir es ja auch so rausfinden, wenn wir hier einfach drücken. Also. Drücken mal. Wir machen verschiedene Kombinationen mal. Also wir drücken hier die 1. Dann drücken wir hier die. Ich komme ja mit 1 alleine, komme ich ja auf 99. Das ist ja gar kein Problem. Hm. Irgendwas übersehen hier? Also das ist, wir müssen aber die Schalter wieder resetten hier. Aber haben wir irgendwas übersehen? Kommt mir sofort, ob wir irgendwas übersehen haben. Bloß was? Ist die Frage. Was haben wir übersehen? Es kann ja nicht sein, dass da jetzt gar nichts funktioniert.
Steht da vielleicht eine Hilfe in den Büchern drin? Drinnen in der Bibliothek da? Dass man da irgendwie sehen kann, worum es geht? Kann ich nicht runter. Hier gibt es auch nichts zu sehen. Okay, wir gehen nochmal hier in die Bibliothek rein und schauen nochmal da, ob es da irgendwas wegen Strom gibt. Pass mal auf. Ja, die Bücher, mach mal auf. Zukünftige Brücke. Ich gucke jetzt einfach nach irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat. Vielleicht finden wir da was. Okay. Und die Sternbilder. Hm. Auch nicht. Hier vielleicht? Da sehen wir das Raumschiff schon mal. Aussichtskurbel. Hitze sammeln. Auch nichts. Hier vielleicht? Okay. Strom? Neigungsschienen. Und hier? Das sind diese, da brauchen wir gar nicht reingucken, das ist unendlich lang. Okay, also. Das ist natürlich verrückt. Was brauchen wir denn da? Also, wie kriegen wir da Strom rein? Fehlt uns eine Information dazu. Das stimmt. Bloß welche fehlt uns? Hab ich irgendwas auf dem Boden noch irgendwie übersehen hier? Da stand doch noch irgendwas auf dem Zettel drauf, was anderes? Nee. Wie hoch geht es da irgendwas? Schalter. Das ist doch echt. Wir haben nichts Neues gefunden. Also hier können wir nur zurückgehen. Das wollen wir jetzt aber gar nicht. Hier irgendwas drin, was uns helfen kann? Also, ist doch crazy. Soll ich den Knopf hier drücken? Komm schon. Das ist doch verrückt. Wie kriegt man das hin, dass es da irgendwie funktioniert? Also ich weiß es nicht. Bin da wirklich überfragt gerade. Okay, wir gucken nochmal, müssen nochmal die Plätze absuchen hier, glaube ich. Finden wir nicht raus, worum es da geht. Gehen wir hier nochmal raus. Vielleicht finden wir hier drin ja noch was. Wir können das ja auch nochmal aufmachen. Gehen wir nochmal rein. So, können wir hier nochmal irgendwas finden da oben? Es gab ja schon mal eine andere Zahl, aber wir kriegen ja noch irgendwas da oben. Ah, hoch da. So, gehen wir raus. Auf. Oh. Muss auch genau drauf sein, sonst funktioniert das nicht. So, jetzt ist hier gar nichts. Vorher standen hier immer so Nachrichten, die stehen jetzt gar nicht mehr da. Und da ist das, okay. Und so, zu machen. Kann ich hier drauf drücken? Die Tür aufmachen. Hier ist aber auch nichts weiter. Hm. Also wieder zumachen, ne? Also wir können natürlich nochmal hier reingehen und verschiedene Daten eingeben. Immer wenn wir hier ein anderes Datum eingeben, dann wissen wir ja, dann passiert ja da mal was. Und die Frage, ich muss kurz gucken, wie das war mit dem... Ich habe auf dem Handy ja gespeichert, wie
heißt das. Na, wie heißt das? Was habe ich gespeichert, Leute? Was habe ich gespeichert hier? Die Daten. So, suche ich kurz mal. Also, November 1857, da haben wir... Ich muss kurz gucken, ich gucke mal noch einen anderen. So, welches Datum braucht man denn da noch? Da waren wir ja schon. Okay, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Denn ich habe die andere Zahl ja auch schon aufgeschrieben. Das war ja kein... Hat uns nichts gebracht. Das war irgendwie 249 mal 2,88 oder sowas. Also das brauchen wir eigentlich auch nicht, was total Quatsch ist. Ich verstehe es nicht. Also irgendwas. Hier irgendwas übersehen? Irgendwas übersehen? Ich weiß es halt nicht. Das ist das Problem. Ich denke immer so, es fehlt doch irgendwas. Also. Weil wir haben. Wir haben doch irgendwie. Ich weiß es echt nicht. Also, pass auf, wir stellen jetzt nochmal hier, ich stelle jetzt einfach die Daten nochmal hier ein. Und dann gucken wir, ob es das klappt. So. Also, wir haben das hier. Das ist eine Datum. Wir müssen kurz das andere Datum noch finden. Warte mal. Ich gucke mal hier drauf. Wie wir das hatten. Komm schon. Fotos. Und dann hatten wir hier die... Ja. Also, wir stellen jetzt hier ein. Wir haben 97.91, 23. November, das hatten wir schon alles gemacht. So. Und jetzt können wir doch da zurückgehen. Und uns das angucken da nochmal. Und dann hat er uns beim letzten Mal irgendwas anderes gegeben. Und das müssen wir hier auch wieder finden können. Mal gucken, wir jetzt, ob das klappt. Natürlich eine blöde Aufgabe gerade. Mama? Ja. Beim letzten Mal hatten wir nämlich diesen Tipp mit den Zahlen bekommen. Also ich kann euch genau die Zahlen nochmal sagen, weil wir haben das letzte Mal, haben wir hier bekommen, nämlich 2.40 und 2.21. Ich weiß aber nicht, was bedeutet, das ist das Problem. Was haben wir, aber hier hat er dann, guck mal, steht nämlich nichts. Also haben wir jetzt gar nichts bekommen, wegen der Zeit. Kommen wir nochmal runter. Okay. Bringt uns gar nichts, irgendwie bringt uns gar nichts. Das Rätsel haben wir auch noch nicht gelöst hier. Na, guck mal, da können wir reingucken. Okay, pass auf, wir drehen mal was hin. Das ist gut, da hält er beim Rohr-Dings an. Alter. Nee, wir haben das hier. Haben wir das hiervon bekommen? Warte mal, kurz. Kurz was gucken. Weil, das sind die Zahlen. Ich glaube, oh Gott, ich glaube es nicht. Wartet mal. Nochmal zu hier. Drück nochmal drauf. Ich glaube, man muss es damit machen.
Damit haben wir das letzte Mal nämlich auch gemacht, dass wir die andere Zahl noch bekommen haben. Kann man hier reingehen? Genau, da haben wir die 2, Doppelpunkt 40, 2 Punkte. Okay, jetzt macht das Ganze Sinn. Okay, okay, warte mal. Jetzt haben wir es, glaube ich. Also, hoffe ich zumindest. Jetzt können wir bestimmt auch den Generatorraum da einstellen. Und dann zeigt er uns bestimmt auch was an. Pass mal auf. Das ist dieser Baum, ne? Okay, ein Generator nicht, aber beim Raumschiff kommt anhalten. Vielleicht zeigt uns beim Raumschiff hier was an. Lass uns mal testen. Oh, das ist schon. Das wäre schon ganz cool, wenn wir jetzt mal weiterkommen. Ne? Weil ich stehe bestimmt noch im Schlauch sonst. Aber ich glaube, der zeigt dann was an. Oh Gott. Tatsächlich. 59 Volt zeigt er jetzt an. Das bedeutet ja, dass man gar nicht 100 kriegen kann, sondern wir brauchen 59. Aber 59. Wir haben die Zahlen ja aufgeschrieben. Also wir haben 1 gleich 10. Okay. Also wenn wir 59 zusammenkriegen müssen, wenn wir kurz ein bisschen rechnen, müsste doch eigentlich aber möglich sein. Und auch nicht schwierig eigentlich. Weil wir wissen jetzt genau, welche Zahl für was steht. Hier mal wieder zu. Jetzt kriege ich die Tür nicht auf. Ja. Okay, pass auf. Wir testen es nochmal. Das wäre natürlich... Wenn es das jetzt ist, dann lache ich. Lache ich aber mir sowas von ins Fäustchen. So, passt mal auf. Die Dose liegt die Tür auf. Hier ist dran. So, also wir brauchen 59. Das heißt, wir können auf jeden Fall den drücken. Das gibt schon mal 10. Dann könnten wir hier drüben, das ist eine hohe Zahl, in 22, sind wir bei 32. Acht können wir nehmen, das wäre hier. Dann sind wir bei 40. Und dann haben wir hier noch die 4, dann sind wir bei 59. Und? Es passiert nichts. Aber 59 sollten wir einstellen, glaube ich. Wir lassen es mal so stehen. Dann gehen wir zurück. Bin mal gespannt. Man hört auf jeden Fall den Strom wieder, wie bei der anderen Welt. Jetzt können wir doch bestimmt zum Raumschiff gehen. Oh, das hört sich gut an. Und jetzt kann man die Tür aufmachen, oder was? Tatsächlich! Wie cool ist das denn? Okay, was ist das? Hä? Okay. Das war nicht richtig. Hier ist ein Klavier. Okay, warte mal. Da brauchen wir gar nicht lange fackeln. Da rennen wir nochmal zur Bibliothek. Denn es gab ein Buch mit einem Klavier drin. Und da waren auch Noten drauf. Und die brauchen wir garantiert. So. Jetzt geht's hoppdi-hoppdi hier. Was ist das hier? Nee, das war das nicht, oder? Nee, okay, muss ein anderes Buch. Das hier vielleicht? Auch nicht. Doch, da. Ha. Davon machen wir jetzt gleich mal ein Bild. So, machen wir ein kleines Foto von. Zack. Weiß ich genau, welches es ist. Gehen wir zurück. Behaupte ich mal, dass das sei. Das wäre jetzt ja utopisch, wenn es das nicht wäre, ne? So. Jetzt rennen wir nochmal hier rein. Oh, die Tür schon wieder zu. Und jetzt können wir das hier spielen. Hol mal dieses Ding raus. So, da ist es. Also, wir müssen spielen. 5, 1, 4. Also, als erstes müssen wir die fünfte Taste spielen. Das wäre... Achso, müssen wir rein. Das wäre diese hier. Das ist Nummer 1, steht hier zumindest. Machen wir mal. 1. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann diese. Und dann ist es die
Yes. Oh, den, okay. Und die letzte. Und die oben. Es passiert gar nichts. Kann man was drücken hier? Nee. Ach, verdammt. Hier sind die Töne ja auch drauf gewesen, ne? Ach, muss ich jetzt die Töne da rausfinden? Warte mal, dann machen wir es anders, pass auf. Dann machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir. Das wäre die fünfte Taste. Dann wäre das hier die. Oh, weiß ich nicht. 1, 2, 3. Ah, nee, ist es, stimmt gar nicht. Das wäre die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wäre das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann brauchen wir die zweite. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. 1, 2, warte mal. So, das ist 1, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dann ist das hier aber auch verkehrt gewesen. Wenn das 1 ist, dann ist das nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist das ja schon 1. Und dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, der dritte Ton ist hier hinten. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Und was ist mein Handy ausgegangen hier? Warte mal, zack. 23. Taste. Dann müssen wir zu vierten. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und der letzte, das ist die 5, das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich richtig gezählt habe, muss es das sein. Wenn nicht, müssen wir alle eine Note höher schicken. Okay, ein blaues Buch mal wieder. Klicken rein und landen im neuen Zeitalter. Wow! Okay. Lang hat's gedauert, wir haben es trotzdem geschafft. Perfekt. Ja. Ich glaube aber, das soll es auch gewesen sein für heute. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich gucke mich trotzdem mal kurz hier um. Wir sind wahrscheinlich jetzt woanders. Die Tür kann ich jetzt hier gerade nicht aufmachen, irgendwie. Doch, da ist der Knopf. Oder? Okay, sieht komplett anders aus. Aber dann machen wir direkt beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefällt, dann liked mich doch, beziehungsweise abonniert mich und haut auf die Glocke. Dann wisst ihr auch, wann das nächste Video kommt. Ein bisschen Werbung muss sein. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.